Leon. Oh, hey. Was ist das denn? Das ist nichts. Mein neuer Lebensstil. Neuer Lebensstil? Ja, es ist nichts passiert. Oh. Ich habe mein ersten Semester verloren. Was? Ja, es hat mit unserem letzten Projekt zu tun. Also mein letzten Projekt, beziehungsweise mit Marie. Marie Neumann, meinst du? Genau, das Mädchen, den ich wegen Operation zu dir geschickt habe. Ja, die ist eine Freundin von dir, oder? Sie ist ja am Ende doch nicht zu der Operation gekommen. Danke. Genau. Die meine ich. Was hat das nochmal mit deiner Note zu tun? Naja, sie ist ja nicht eine Freundin gewesen, sondern eher ein Patienten. Es war ja so, dass... lass es einfach. Das ist eine lange Geschichte. Du rufst mich an, sagst, dass ich hierhin kommen soll, weil du mit mir reden willst. Und jetzt sagst du, es ist eine lange Geschichte und ich soll es lassen. Ich bin hier, um das zu hören, also erzähl jetzt. Es war wie jeder andere Samstag. Die normale Prozedur nach dem Aufstehen. Erstmal das Gesicht zu waschen. Richtig aufwachen. Dann Kaffee zu trinken. Und das Postfach zu schicken. Ich erwartete einen Brief von meinem Psychologieprofessor an der Uni, Professor Engels. Es war das Ende des Semesters und wir sollten als so eine Semesterarbeit einen Patienten innerhalb einer Woche untersuchen und das Ergebnis als unsere Psychologiefacharbeit abgeben. Die Patienten wurden von Herrn Engels selbst zugeteilt. Und im Brief stand, wenn ich sozusagen untersuchen soll, der Name, die Geschichte, die Telefonnummer und all dieses Kram dazu. Es war ungefähr 10:30, als ich sie das erste Mal angerufen hatte. Ja? Ja, hallo, ich bin Leon Durand. Rede ich mit Frau Neumann? Ja, hi, Herr Dura. Ich bin Sophie Neumann. Wie könnte ich Ihnen helfen? Ich bin eine Stunde von Herrn Professor Engels. Ach ja, Sie haben bestimmt irgendwas mit meiner Schwester Marie zu tun, oder? Frau Neumann, wie es auf meinen Unterlagen steht. Ist damit bestimmt Marie gemeint. Haben Sie die Adresse? Welche Adresse? Die von unserer Wohnung. Ach nein, ich dachte, wir treffen uns im Uni oder in dem Klinikum von Herrn Professor Engels. Das wird problematisch mit Marie. Ich dachte, Sie wissen schon davon Bescheid. Der hat die Wohnung seit fast einem Jahr nicht verlassen. Oh, okay. Ja gut, dann treffen wir uns bei Ihnen. Wie lautet die Adresse? Seit einem Jahr die Wohnung nicht verlassen. Ein Jahr? Ich meine, wie hört das sich denn überhaupt an? Das ist schon heftig. Ja, ist es auch. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Professor Engels uns solche Patienten zuordnet. Ich meine, am Anfang dachte ich, dass das nur Spaß ist, aber Professor macht doch keine Scherze. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit diesem Fall tun soll. Das ist doch so eine Erfahrung für sich, wenn du sie zu Hause bei ihr untersuchen sollst, oder nicht? Ach nein, es geht gar nicht darum. Ein paar Stunden später bin ich dann zu ihr gegangen. Besser gesagt zu denen. Ja? Ja, Frau Neumann? Ich bin Leon Durand. Kommen Sie rein. Hi. Ich bin Sophie. Mich kennen Sie ja schon. Ja, kommen Sie rein, Herr Durand. Leon reicht. Und ich kann es jetzt richtig aussprechen. Es ist Durand, nicht Durand. Sorry, das ist aber kein typisch deutscher Name, oder? Nein, ist es auch nicht. Es ist so, dass ich einen französischen Hintergrund habe, daher. Ach so, ja, ich war nie so gut in Französisch, deswegen. Marie ist jetzt gleich hier links, sie ist aber allerdings nicht so gut drauf heute. Also, ist okay, wenn wir uns duzen? Natürlich. Okay, und dann Kaffee? Sehr.
Wäre nett. Hi. Ich bin Leon. Ich glaube, Professor Engels hat von mir erzählt. Marie? Hast du diese Bilder gezeichnet? Wow, sie sehen sehr gut aus. Es ist so real. Es ist so, als ob man mit einer Kamera fotografieren würde, nur im Schwarz-Weiß. Zeichnen ist ja genauso wie fotografieren. Man hat einen Augenblick, den man festhalten möchte. Man möchte ihn unendlich, unsterblich machen. Nur zeichnen ist viel schwieriger. Beim Fotografieren drückst du auf einen Knopf und du hast ein Bild. Beim Zeichnen musst du dir alles merken. Jedes kleinste Detail. Die Welt wird nicht anhalten für dich, damit du weiterzeichnen kannst. Du musst den einen Augenblick, den du hast, zu deinem eigenen machen. Aber wie, wenn die Augen nicht sehen? Ich sehe, dass du am meisten Gesichter zeichnest. Damals habe ich auch Natur gezeichnet, Nachthimmel, Sternenhimmel. Aber vor eineinhalb Jahren fand ich Gesichtsausdrücke einfach viel faszinierender. Ich meine, so viele Gesichtsausdrücke, so bunt. Aber nach dem Unfall ist alles und überall gleich. Keine Schatten, keine Farbe, nichts. Warte mal, Jansus, du meintest Unfall. Meinst du damit den Unfall, dass du mit deinen Eltern gehabt hast? Ja. Könntest du vielleicht ein bisschen davon mir erzählen und sagen, was alles da geschehen ist? Wenn das dich stört, können wir auch mal ein anderes Thema. Vor fast einem Jahr fuhren meine Eltern und ich nach Tschechien. Meine Mutter hat Verwandte dort. Es war Winter und die Straßen waren glatt. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich habe geschlafen. Aber als ich aufgewacht bin, habe ich das Erste, was ich gesehen habe, war, wie unser Auto vom Bergrand fiel. Das war das Erste in dem Moment, was ich gesehen habe. Und das Letzte, was ich je gesehen habe. Es tut mir wirklich leid. Es ist sehr tragisch. Sie wissen nicht, was tragisch ist. Ich habe nicht nur meine Eltern verloren bei dem Unfall, sondern auch die einzige Fähigkeit, die mich von anderen Menschen unterschieden hat. Meine Sehfähigkeit. Ich bin eine blinde Zeichnerin. Hat Engelse nicht erwähnt, dass sie nicht mehr sehen kann? Der hat dir diese Therapieberichte gegeben, oder nicht? Nein, nicht die Berichte. Er hat nur eine Zusammenfassung davon mir gegeben. Und in Zusammenfassung hat er sich dabei gedacht, dass die Tatsache, dass Marie nicht sehen kann, nicht allzu wichtig für meine Semesterarbeit ist. Am Ende der Zusammenfassung hat er geschrieben, dass ich sozusagen dann meine Semesterarbeit bekomme oder erfolgreich beendet habe, wenn ich Marie vollständig behandelt habe. Und naja, unter Behandlung habe ich mir nicht sowas vorgestellt. Was hast du denn gemacht, dass du erfahren hast, dass sie nicht mehr sehen kann? Ich wusste eigentlich nicht, was ich tun soll. Ich habe danach Professor angerufen, um die ganze Sache mit ihm zu klären. Professor, das kann ich nicht annehmen. Das ist viel zu viel verlangt. Das geht nicht darum. Aber Sie haben doch vergessen, mir von Ihrer Sehstörung Bescheid zu sagen. Nein, ich wusste nicht genau, dass sie im Unfall ihre Sehfähigkeit verloren hat. Ja, aber... Professor? Hallo?
Ja? Ja, Frau Neu. Ich meine, Sophie, kannst du bitte ganz kurz rauskommen? Was ist los? Ganz kurz, bitte. Okay, komm weg. Was ist? Okay, ich weiß, wie es sich anhört, aber weißt du, ich habe nicht erwartet, dass ich so einen Fall wie Maries untersuchen muss. Es ist echt zu extrem für mich. Okay. Aber irgendwie muss ich das auch machen, weil meine ganze Semester hängt davon ab. Wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich das ganze Semester wiederholen. Wie könnte ich denn helfen, Leon? Wie könntest du helfen? Du weißt ja alles. Gibt es vielleicht zu Hause bei dir irgendwo eine Zimmer oder eine Ecke, wo wir über Marie privat sprechen können? Naja, du hast ja die Wohnung gesehen. Sie ist nicht riesig. Und Marie klopft nicht an, bevor sie reinkommt. Das ist nicht gut. Sie darf nicht davon erfahren, wovon wir sprechen. Sonst hat das Ganze keinen Zweck. Gibt es vielleicht irgendwo hier eine Ecke, ein Café oder sowas, wo wir privat darüber sprechen können? Du willst mit mir zu einem Café, um mit mir über meine Schwester zu reden? Ja, genau. Leon, du bist höflich und alles, aber mich irgendwohin einzuladen, ist nicht normal. Nein, nein. Glaub mir, es geht nur um Marie. Es ist kein Date oder so. Okay, es gibt gleich ein Café hier links. Ich muss mir aber noch was anziehen, bevor ich hingehe, ja? Okay. Ich warte hier. Hol meine Tasche bitte. Ja. Wo soll ich denn anfangen? Stimmt denn das Ganze, was Marie gesagt hat? Ja. Und du sagtest, dass sie seit dem Unfall die Wohnung nicht verlässt? Das ist korrekt. War sie denn stark von euren Eltern abhängig? Ich meine, natürlich emotional gesehen. Warum fragst du? Wenn ich dich sehe, scheinst du mir nicht so labil. Als ob du nach dem Unfall mit deinem ganzen Leben aufhören würdest wie sie. Ich meine, ihr seid ja Geschwister. Halbschwestern. Wir sind von verschiedenen Müttern geboren. Ich bin die ältere Schwester. Als ich ganz klein war, ist meine Mutter an Krebs gestorben. Ich war gerade erst 4 oder 5 Jahre alt. Ich kann mich noch kaum an sie erinnern. Und nach ein paar Monaten lernte dann mein Vater diese eine Frau bei der Arbeit kennen. Also Maries Mutter, meine ich. Und ja, sie hatte Marie schon bevor sie meinen Vater, unseren Vater kennenlernte. Marie war damals 3 Jahre alt. Und nachdem die beiden, also mein Vater und Maries Mutter, sich getroffen haben eine Weile, dann haben sie, also hat mein Vater das für das Beste gehalten, dass Marie und ihre Mutter zu uns ziehen würden. Er meinte zu mir, dass ich dann somit eine Mutter und Marie einen Vater haben würden. Ich habe ihn dafür gehasst. Ich wollte nicht, dass er sie heiratet. Ich wollte sie nicht Mutter nennen, weißt du? Ich bin mir sicher, dass dein Vater es mit gutem Willen getan hat. Hat er ja auch. Ich war ja nur ein Kind, ich konnte es damals nicht verstehen. Und dieser Hass, den ich von ihm fand, der wuchs mit der Zeit. Und nach einer Weile wusste ich gar nicht mehr, für was ich die beiden überhaupt hasse. Mich interessiert, was empfandest du eigentlich für Marie? Oh, für Marie? Sie war für mich eine lange Zeit eher eine gute Freundin. Ich wollte sie damals nicht als meine Schwester akzeptieren oder so. Und nachdem die Hassgefühle verschwunden sind, ja, da war ich gerade mal 12 oder 13 Jahre alt. Da habe ich sie zum ersten Mal Schwester genannt. Du brauchtest aber lange. Ja. Ich weiß, dass Marie selbst mit deinen Eltern, wenn ich so sagen darf, im Unfall gewesen ist. Wie hast du das Ganze mitbekommen? Ich war ja nicht da, als es passierte. Ich war mit Freunden auf einer Reise nach Berlin. Erst als ich zurückgekommen war, erfuhr ich davon. Erste 5 Monate waren schwer. Ich meine,
Nicht wegen dem Geld oder so. Wir hatten schon Geld. Aber psychisch war ich damals genauso wie Marie jetzt. Und genau das ist das Problem von Marie. Sie sitzt da immer noch fest und kann es nicht fassen. Dafür bin ich ja hier. Wer weiß, vielleicht schaffst du ja das, was Engels nicht geschafft hat. Das, was Engels nicht geschafft hat. Sophie mochte es voll zu reden. An dem Abend haben wir eigentlich mehr über Sophie gesprochen als über Marie. Warte mal, ich bin kein Psychiater oder so, aber das Problem bei Marie ist ja deutlich gewesen. Das war ja eine gestersten Psychotrauma, eine normale Psychotrauma gewesen. Wozu brauchtest du die andere Schwester? Naja, ich dachte nur, ich krieg's einfach allein nicht hin. Hättest du es denn so hingekriegt, Jens? Ich dachte, ich wurde es schon. Ich habe mit Sophies Hilfe Fortschritte gemacht. Nachdem wir uns ein paar Mal getroffen haben und mehr über Marie gesprochen haben, konnte ich Marie davon überzeugen, dass sie die Wohnung endlich mal verlassen soll. Am Anfang hatte sie ein bisschen Angst vor der Umgebung, aber sonst war alles normal. Bis zu dem Tag, als wir an die Alster gegangen sind. Schönes Wetter heute. Ja, es ist echt schön. Ich spüre die Wärme auf meiner Haut und es riecht so nach Sommer. Ich war so lange nicht mehr draußen, ich weiß gerade gar nicht, welchen Monat wir haben. Es ist Juni. Hätte ich auch gedacht. Damals habe ich im Juni immer am meisten gezeichnet. Ich wusste es. Wie sehen Sie aus? Wie sieht wer aus, Marie? Naja, wie sehen die Menschen aus, die Umgebung, alles? Wie sieht es aus? Lass mal sehen. Also, für uns ist sie alles. Sie ist ganz ruhig. Einige Segeln drauf. Wir haben ihren Spaß. Dort ganz rechts gibt es ein Gehweg, wo die Menschen und Fahrräder von dort her kommen und nach dorthin gehen. Auf der rechten Seite sitzen Menschen auf den Bänken. Sie lesen. Sie sind entspannt. Ein bisschen daneben halten die Pärchen in die Hände. Sie genießen das Wetter. Sie reden, lachen, lächeln, flüstern. Und küssen sich so, als ob heute der letzte Tag ihres Lebens wäre. Warum machst du denn? Naja, so wie du das alles beschreibst, solltest du zum Radio. Könntest du dir das Bild, was ich dir gerade erklärt habe, im Kopf vorstellen? Also, du hast es ziemlich gut beschrieben. Ich habe ein Bild im Kopf, aber ob es wirklich das ist, was du siehst, weiß ich nicht. Warum interessiert dich das so? Könntest du dir vorstellen, dass du das Bild, was du jetzt im Kopf hast, irgendwie zeichnest? Zeichnen? Nein. Ich meine, ich weiß nicht, ich müsste doch... Ich kann ja nicht... Wie? Nutze deine inneres Auge. Ich weiß, dass du sehr schön zeichnen kannst. Ich habe deine Zeichnungen gesehen. Nutze diesen Detail, was du jetzt gerade im Kopf hast, und versuch es einfach. Genauso wie Beethoven. Als er seine letzte Sinfonie geschrieben hat, hatte er auch so einen ähnlichen Hindernis gehabt. Ich weiß nicht, das ist, ich habe seit einem Jahr nichts gezeichnet, weder gesehen noch sonst etwas. Ich glaube nicht, dass es genauso hinkommt. Sie hat eine Stunde lang darüber gesprochen, dass sie es nicht schaffen kann und dass es nur dann machbar ist, wenn sie wirklich sehen kann. Wenn ich nur ein bisschen aufgepasst hätte. Wie meinst du es? Später an dem Tag habe ich mich wieder mit Sophie getroffen, um über Marie mit ihr zu reden. Sie hat einen Eiskaffee in ihrer Nähe als Treffort vorgeschlagen.
da sie meinte, dass sie lange gearbeitet hatte und so müde war, dass sie nicht irgendwohin anders gehen könnte. Naja, dann haben wir uns halt getroffen. Das glaubst du gar nicht. So voll habe ich die Filiale bisher noch nie gesehen. Ja, Arbeit halt. Ja. Nun, was gibt's? Naja, vieles. Wie du weißt, ich war heute mit Marie draußen, an der Alster. Sie hat immer noch diesen Angst vor der Umgebung, aber irgendwie freut sie sich auch, dass sie endlich mal aus der Wohnung rausgekommen ist. Das ist schön. Was ist? Es gibt noch was. Ich habe heute einen Freund von mir getroffen. Wir sind seit langem befreundet eigentlich. Und er ist ein Praktikant beim sehr guten Augenarzt. Einer von den Besten. Der hat sogar seine Doktorarbeit in Harvard bekommen. Okay. Ich habe über Marie mit ihm gesprochen. Er meinte, dass es für Marie möglich sei, durch eine bestimmte Art von Augenoperation wieder sehen zu können. Was? Echt? Hey, das ist voll abgefahren. Das ist echt, das ist toll. Warte. Ja? Wo bleibst du denn? Wieso gehst du nicht an dein Handy ran? Ja, Dings, ich meine, ich bin mit Leon da draußen. Ich freue mich so derb. Ich komme gleich nach Hause. Ja, ich erkläre dir alles, sobald ich zu Hause bin, okay? Mit Leon? Wir sitzen in diesem Café nebenan und plaudern über schöne Sachen. Oh, okay, dann störe ich euch nicht. Viel Spaß zusammen. Danke, Sissi. Ciao. Naja, dann bist du in die ganze Geschichte reingekommen. Das mit der Doktorarbeit, das stimmt nicht so, wie du es gemeint hattest. Der hat keine Arbeit geschrieben. Das Verwaltungskomitee von Harvard hat ihm den zweiten Titel ehrenamtlich gegeben. Mich interessiert es, die Operation. Hat Marie es selbst gewollt? Das ist auch eine andere Geschichte für sich selbst. Es geht ja nicht darum. Ich meine, ich will einfach wieder sehen können. Du machst dir wirklich unnötig Sorgen. Die Operation wird nur 5 Stunden dauern. Und wenn alles gut klappt, dann kannst du ihn 2 oder 3 Monaten wieder sehen. Außerdem, er meinte, dass das Risiko im Vergleich zum anderen Methoden geringer ist. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ich habe trotzdem Angst. Aber was meinst du denn? Ich finde, du sollst das machen. Es ist einfach zu früh für dich, dein Leben so aufzugeben. Das ist deine Chance. Du musst das nutzen. Und das hilft dir genau, mit anderen Menschen klarzukommen, mit dir selbst besser klarzukommen. Ich meine, Gott, du bist erst 20 und ziemlich hübsch. Es ist einfach zu schade, deine Schönheit in Mülltonne zu schmeißen, nur weil du Angst hast, dass bei Operation irgendetwas schieflaufen könnte. Ich wusste gar nicht, dass du mich hübsch findest. Ich dachte immer, Sophie wäre hübscher. Es ist nur so, dass du genauso hübsch bist wie deine Schwester. Vielleicht sogar ein Tick hübscher. Nur, sie hat es seit einem Jahr akzeptiert, mit diesen neuen Umständen klarzukommen. Und du eben nicht. Sie ist auch nicht blind. Das ist genau, was ich meine. Das ist deine Chance. Es ist eine Gelegenheit für dich, wieder von dorthin anfangen, wo du vor einem Jahr aufgehört hast. Glaub mir, das ist gut für dich. Tut mir leid. Ja, alles gut. Hallo? Hi, Sophie. Wie geht's dir? Dankeschön, geht's auch gut. Ich sitze gerade nur mit deiner Schwester und wir reden über Operation. Nimm alles da. Ja, genau, gerne. Ja, warum denn nicht? Ja. Ja, wir können gleich zurück. Ja, okay. Dann sehen wir uns gleich. Okay, dann. Ach, Sophie, pass auf dich auf. Ja. Okay. Tschüss. Das war Sophie. Ja. Ich glaube, wir sollten langsam zurückkehren.
Okay, und geht er dann wieder raus, wenn wir ankommen? So ist das geplant. Darf ich vielleicht mitkommen? Wir machen ja hier echt Fortschritte. Am Anfang wolltest du gar nicht von Wohnung rauskommen und jetzt? Das freut mich wirklich. Nur es ist so, dass wir alleine sprechen müssen. Es ist wieder ein... Wie soll ich das dir erklären? Es ist eine persönliche Angelegenheit zwischen uns beiden. Oh, nein, ich verstehe das. Alles gut. Dann gehen wir einfach wieder nach Hause. Okay, es tut mir leid. Vielleicht nein, alles gut, echt. Ich brauche wirklich ein bisschen Zeit, um über diese Operation nachzudenken. Ja, gut, gute Idee. Gut. Okay, dann gehen wir, ja? Alles klar, okay. Diese Gespräche mit Sophie, dass wir jeden Abend nach Maries Therapiestunde rausgingen, diese persönlichen Angelegenheiten, wobei Marie nicht gewünscht war. Wenn ich nur ein bisschen aufgepasst hätte, wäre ich dazu gekommen, dass Marie das Ganze auch anders interpretieren kann. Hätte sie denn gedacht, du wärst mit Sophie zusammen? Nicht nur das. Sie hat sich in meine Persönlichkeit verliebt. Obwohl sie nicht sehen konnte. Obwohl sie nicht wusste, wie ich aussah. Sie fand die Tatsache, dass ich ihr gegenüber beschützend war, zum Lieben wäre. Ach. Hat Sophie dir das Ganze erzählt? Nein. Ja, woher weißt du es denn? Nach unserer letzten Therapiestunde, was ich mit Marie gehabt habe, hat sie die Wohnung verlassen. Sie hat nur einen Brief hinterlassen. Für mich. Ich war tief im Schlaf, als Sophie mich angerufen hatte, um mir die Nachricht zu geben. Durand. Was? Das ist das Einzige, was sie hinterlassen hat. An mein Leon. Ich bedanke mich für all das, was du getan hast. Ich bin dankbar dafür, dass du mich aus dieser Dunkelheit rausgeholt hast und mir gezeigt hast, dass ich noch leben kann, solange ich noch lieben kann. Obwohl ich nicht weiß, wie du aussiehst, habe ich mich in dich, in deine Persönlichkeit verloren. Diese Persönlichkeit, die anderen zum Helfen vermag. Diese Persönlichkeit, die der Grund ist, warum ich beschlossen hatte, weiterzuleben. Ich weiß, dass du schon den Termin für meine Augenoperation vereinbart hast. Aber nach langem Überlegen habe ich festgestellt, dass ich dich vielleicht ohne Gesicht leichter akzeptieren kann. Ohne ein zugeordnetes Bild. Deswegen tut es mir leid zu sagen, dass ich nicht zu der Operation kommen werde. Ich werde nun mit geschlossenen Augen, die dich nie gesehen haben, weit wegreisen, wo du mich nicht finden kannst. Wir werden uns aber treffen, wenn der Zeitpunkt kommen wird. Ich hoffe, dass du und Sophie glücklich zusammenbleiben. Ihr passt zusammen. Als ich sie an dem Tag angerufen hatte, als sie auf eurem Date in dem Eiscafé war, hörte sie sich total fröhlich an. Ich hatte sie niemals so froh gesehen oder gehört. Und nachdem du bei unserer letzten Therapiestunde gesagt hattest, dass du sie gewählt hast, dass du deine persönliche Angelegenheit mit ihr hast und nicht mit mir, dachte ich, es ist das Beste für uns drei, wenn ich einfach mein Leben mit einer Illusion von dir weiterleben würde, als mit dir selbst. Danke für alles, Marie. Das war vor 2 Wochen. Seitdem hat sie sich nicht gemeldet. Ich wollte sogar das Ganze bei Polizei melden, aber Sophie meinte, dass es nicht nötig sei und sie meinte, dass sie ein bisschen Zeit braucht, um mit den ganzen Sachen klarzukommen. Sie braucht ein bisschen allein zu sein. Und sie glaubt, dass sie sich zurückmelden wird. Vielleicht ist es auch einfach so, wie Sophie es sagt. Vielleicht braucht Marie einfach ein bisschen Abstand von dem Ganzen. Ich weiß nicht. Ich mache mir immer noch Sorgen. Ich meine,
sie ist immer noch blind. Sie kann immer noch nicht sehen. Und nun hast du dein Semester verhauen, weil du sie nicht vollständig behandelt hast, oder wie? Naja, ich habe ja noch 2 Wochen Zeit bis zur Rückmeldungstermin. Aber ich glaube nicht, dass ich in diesem Zeit irgendwie irgendetwas machen kann. Ich meine, sie ist ja nicht da und soweit ich Professor Engels kenne, ich glaube nicht, dass er sowas zulassen wird. Vielleicht muss ich noch sogar das Semester wiederholen, wenn nicht noch Bußgeld dafür zu zahlen ist. Ach, ich glaube nicht, dass Professor Engels so hart mit dir umgehen wird. Alles wird gut. Ich helfe dir dabei. Aber so kannst du nicht mehr aussehen. Wenn es Marie gut gehen sollte, dann brauchst du dir keine Sorgen, um sie zu machen. Und die Tatsache, dass ihr bisher keine Todesfallrückmeldung gekriegt habt, ich meine, du oder Sophie, heißt ja, dass sie noch lebt. Wer weiß, vielleicht meldet sie sich zurück. Vielleicht lässt Engels dich durch und du bestehst das Semester. Du kannst einfach nicht Sachen beurteilen, die noch nicht mal geschehen sind. Was machst du morgen? Ich bin zu Hause eigentlich. Weißt du was, ich komme morgen zu dir. Dein Platz muss bestimmt jetzt wie eine Mülltonne aussehen. Ich komme zu dir, wir reden weiter und vielleicht finden wir auch eine Lösung dazu. Aber jetzt hat das Klinikum mich angeschrieben, ich muss hin. Ja, dann bis morgen. Okay, alles klar. Dann sitze ich. Danke nochmal.
Na endlich, wo bist du denn? Geh! Was geht ab? Das ist von der Uni von Engels selbst unterschrieben. Hier steht, dass ich das Semester bestanden habe und dass ich Frau Maria Neumann erfolgreich untersucht und behandelt habe. Laut der schriftlichen Mitteilung des Zentralkrankenhaus Prag hat Frau Neumann ihre keratoplastische Operation dort erfolgreich abgeschlossen. Aus dem Grunde freuen wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie das Sommersemester 2013 am Universität Hamburg mit Erfolg abgeschlossen haben und nun für ein Masterstudium qualifiziert sind. Ja, dann hast du es geschafft. Was machst du in Prag? Ist doch egal, Hauptsache sie lebt, das reicht schon. Komm, komm, wir müssen nicht machen. Ich weiß, wohin gehst du? Ich ruf dich gleich nochmal an. Ja, ich krieg grad Besuch. Okay, ciao. Hey! Was ist? Du hast es gewusst. Was? Du wusstest, dass du nach Tschechien gefahren bist, hast mir gar nicht davon erzählt. Weißt du, dass ich die letzten Nächte nicht schlafen kann, weil ich mir Sorgen um Marie mache? Woher weißt du das? Wieso tust du sowas? Warum? Vielleicht hätte ich wegen dir mein Semester nicht bestehen können. Sie meinte doch selber, dass ich dir nichts davon sagen soll. Sie meinte, dass sie noch nicht bereit ist, dich zu sehen und dass sie uns verlässt, weil es für uns alle das Beste wäre. Was ich allerdings nicht ganz verstanden habe. Ja, weißt du warum? Weil sie denkt, dass wir zusammen sind. Du und ich. Sie denkt, dass wir uns nach jedem Trabi-Stunden getroffen haben, weil wir in einer Beziehung sind. Ich dachte, du hast es ihr schon erzählt. Du hast doch selbst gesagt, dass ich es ihr nicht sagen soll. Weil das sonst keinen Sinn und Zweck hat. Ja, das meinte ich. Aber damit meinte ich die Tatsache, den Inhalt des Treffens. Und nicht die Tatsache, dass es um sie ging. Okay. Alles gut. Ruf sie an, sag sie soll zurückkommen. Ich habe keine Nummer von ihr. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich meine, sie ist in Prag, aber wo genau sie sich befindet, weiß ich nicht. Leon, ich empfand was für dich. Ich hab's nicht ausgesprochen. Vergiss es einfach! Solange du und Marie Schwestern seid, kann sowas einfach nicht gehen. Ihr Psyche kann das nicht ertragen. Kannst du das nicht verstehen? Ja, deswegen habe ich das ja zurückgehalten. Aber da sie weg ist... Wie kommst du auf solche... Kranke Gedanken! Ich bin hier raus! Ruf mich nur an, wenn du was von ihr gehört hast.